Die potenzielle Sensation kommt uns in Person des stellvertretenden Ortsvorstehers Gerd Holschuh entgegen. Milchviehlandwirt. 145 Kühe hat er, prachtvolle Tiere, jede ein Individuum, jede mit eigenem Namen und er kennt sie alle auswendig. Wir kennen die Zeit der Geburt und haben natürlich ein besonderes Verhältnis. Pff, kann ja jeder sagen. Wie heißen die denn hier? Hummel, Scholli, Letti, Marlena, Pepper, Randa. Das dauert jetzt. Gelegenheit, sich mal umzuschauen. Landschaftlich wunderschön gelegen im Odenwald, Erbuch, Ortsteil von Erbach. 130 Einwohner, das aber auch erst seit einem knappen Jahr, seitdem die beiden hier hingezogen sind. Irina und Tillmann, Grafikdesignerin und Künstler aus Frankfurt. Sie wollten dem Stress der Stadt entfliehen, um in Erbuch zur Ruhe zu kommen und um hier ihrem Geschäft nachzugehen. Postkarten mit selbst fotografierten Frankfurter Motiven, die am Computer nachkoloriert werden. Im kleinen Erbuch wurden die beiden Großstädter mit offenen Armen empfangen. Als wir dann hier eingezogen sind, die haben uns sehr willkommen geheißen. Ja, die kamen gleich hier an, wollten die Neuen kennenlernen. Das fanden wir sehr positiv. Ne? Wir sind nicht so beäugt worden, sondern die kamen hier an, ganz offen. Ne? Haben sich vorgestellt, wir haben uns auch vorgestellt bei Leuten. Und irgendwie, es war gleich schön. Einer, der es hier schon immer schön fand, ist Joscha Kulikowski, Chef vom Petershof, eine mehr als 100 Jahre alte Herberge, in der Jugendgruppen ihre Ferien verbringen. Reinigungsarbeiten während unserer Dreharbeiten, weil heute eine Gruppe Fantasy-Spieler kommen wollte. Die verkleiden sich als Elfen und Zwerge und rennen durch den Erbucher Wald. Voll schade, dass wir das verpasst haben. Der Petershof will mit regelmäßigen Veranstaltungen aber auch die Erbucher an den Ort binden. Lesungen, Musikveranstaltungen, kleines Mini-Festival. Dinner in Weiß haben wir jetzt zweimal gemacht auf unserer großen Wiese. So dass die Leute einfach tatsächlich vor Ort eine Möglichkeit haben, kulturell was zu erleben. Zurück beim Namensappell im Kuhstall. Kerstin, Suleika, Sandra, das ist Racker. Warum Racker? Weil der als Kalb immer sehr wild, deshalb. Ah ja, läuft bei Herrn Holschuh. Aber ob er alle 145 Kuhnamen drauf hat? Kühe ohne Euter nennt man Pferde. Davon gibt's in Erbuch auch jede Menge. Reiterhof Fernweg. 65 eigene Pferde stehen hier, dazu noch mal 7 Einstellpferde. Müssen alle regelmäßig bewegt werden. In Reitkursen und Reiterferien passiert das auch. Dazu werden Kindergeburtstage ausgerichtet und Ferienwohnungen vermietet. Jede Menge Arbeit also für alle Mitarbeiter. Das Erfolgsgeheimnis ist die Lage. Weil wir hier eigentlich einsam sind, die Ruhe. Und einfach die Natur. Es ist halt einfach ein schöner Ort, ist ruhig und halt einfach die Natur. Unterbrochen wird die Ruhe nur von regelmäßigen Übungseinsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Erbuch. Die arbeitet eng zusammen mit der Feuerwehr des Nachbarortes Ernstbach. Hier ein besonderes Szenario, die Rettung eines verletzten Scheunenarbeiters, also die Puppe da. In kürzester Zeit greift Hand in Hand. Schon 20 Minuten nach dem Alarm kann die Puppe über die Steckleiter geborgen werden. Top-Leistung der Feuerwehr. Der Grund für den Unfall ist auch klar, Puppe betrunken, weil total blau. Jasmin. Voll konzentriert, Gerd Holschuh und die 145 Kuhnamen. Na, wie heißt die da? Mona. Richtig, gegen Ende muss er sich aber dann doch richtig konzentrieren. Das ist das Vögelchen. Noch läuft's, fast geschafft. Traditionen wollen gepflegt werden, müssen aber erstmal entstehen. Bislang hat man nichts Traditionelles gehabt. Lustiger Zufall, völlig unabhängig von unseren Dreharbeiten, hat man für den Tag nach Weihnachten, also gestern, ein kleines Lagerfeuer in der Ortsmitte organisiert. Marvin hat sich das ausgedacht und alle Erbucher zusammengetrommelt. Die Sache soll Zukunft haben. Dass wir alle mal ein bisschen näher kommen, auch jetzt nach den Weihnachtsfeiertagen, dass wir gemütlich zusammensitzen und das gut Leute dazugekommen sind und das freut uns sehr. Volante. Endspurt beim Kuhnamen Gedächtniskünstler. Eine fehlt noch. Die heißt, Jasmina. Richtig, 145 geschafft. Wir glauben das alles guten Gewissens. Herr Holschuh würde uns niemals was vormachen und darf jetzt zur Belohnung den Abschiedsgruß aus Erbuch anstimmen.
Herr Buch wünscht ein frohes Neues.